Bonjour und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin gerade auf einer Radreise durch Frankreich und befinde mich gerade bei Noyon, das ist schon recht im Norden, und fahre heute entlang der Oise Richtung Belgien. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 31. Mai 2022. Es ist 10 vor 10, sonnig und relativ frisch, aber es soll im Laufe des Tages recht warm werden. Die Oise schlängelt sich hier durchs Tal und ist relativ klein geworden. Der Weg geht jetzt aber hier am Kanal der Oise entlang. Ich fahre jetzt schon ungefähr eine Dreiviertelstunde an dem Kanal entlang. Es lässt sich super gut auf diesem Teer hier fahren. Ja, und ich komme auch ganz gut voran, aber visuell bleibe ich stehen. Es ändert sich nichts. Ich befinde mich hier offensichtlich auf dem Eurovelo 3. Ich bin inzwischen in Chauny und hier muss ich jetzt die Kanalseite wechseln. Das müsste jetzt die Brücke sein, über die ich drüber fahren muss. Ich könnte einen Kaffee gebrauchen, scheint es hier aber nicht zu geben. Hier gibt es auch eine Schleuse und die steht gerade auf Rot. Jetzt musste ich gerade über so eine Insel rüber und jetzt geht es wieder am Kanal entlang. Irgendwie heißt er auch nicht Canal d'Oise, sondern de Crétin oder so ähnlich. Hier gibt es jetzt ein bisschen Industrie- oder Lagerhallen am Kanal und da vorne sehe ich schon jetzt wieder grün. So, es geht irgendwie zurück auf die andere Seite. Jetzt haben wir schon wieder die Kanalseite gewechselt und hier ist jetzt so ein Splittbelag. Kann man aber auch noch ganz gut fahren, wenn er nicht zu tief ist. Ich bin jetzt bei Ternier. Da mündet ein anderer Kanal in den Kanal, an dem ich die ganze Zeit entlang fahre. Da muss ich jetzt hier ein Stück an diesem anderen Kanal entlang fahren, da vorne über die Brücke und dann auf der anderen Seite wieder zurück zu meinem Kanal. Jetzt bin ich mal kurz vom Kanal abgefahren, um zu sehen, ob es da im Ort ein gastronomisches Angebot gibt. Und tatsächlich konnte ich einen Kaffee bekommen. Yeah! Und ein paar Meter weiter war noch eine Dönerbude, da habe ich mir noch eine Cola geholt. Super Wasser für die Energieversorgung. Da war allerdings nur der Koch da. Der war mit der Kasse überfordert. Hat etwas gedauert. War auf jeden Fall sehr interessant, in dieses Café und diese Bude da zu gehen. Da so viele Leute saßen. Sehr speziell hier. Jetzt bin ich wieder zurück am Kanal. Ja, weiter geht's. Ja, hier wird jetzt Landschiffe verladen. Und ich sehe irgendwo einen Baggersee. Jetzt wird es plötzlich so dunkel. Und dann fängt das an zu regnen. Eine blöde Wolke wieder über mir. Hier ringsherum schöne weiße Wolken, aber da wo ich bin, eine finstere Wolke, aus der es regnet. Da muss ich noch versuchen, da rauszufahren, aber viel Hoffnung mache ich mir nicht. Da ist die böse Wolke und da hat sich gleich noch eine dazugesellt. Ja. Jedenfalls hat es jetzt mal aufgehört zu regnen. Ich bin dem Regen weggefahren, aber jetzt bin ich den ganzen Tag auf der Flucht vor dieser Wolke. Aber das Spiel kenne ich ja schon. Es hat letztes Jahr an der italienischen Adria in Grado angefangen. Da hatte ich auch einen ganzen Tag, wo mich eine Wolke verfolgt hat. Die war auch noch sehr klein, aber die war immer über mir und es hat die ganze Zeit getröpfelt, bis ich dann den Campingplatz erreicht hatte. Da hat es dann aufgehört. So, das bin ich alles schon gefahren, Kilometer um Kilometer am Kanal entlang. Dann geht es in den Ort, das geht bergan. Das gefällt mir nicht so gut. Der Eurovelo 3 geht auf der anderen Seite lang und wahrscheinlich wussten die schon warum. Jetzt bin ich oben und aus der Puste. Jetzt geht es wahrscheinlich gleich wieder runter. Erstmal wird man wieder ausgebremst. Ja, hier haben wir noch ein schönes
Berg. Keine Ahnung, was da gemacht wird, aber es ist groß. Wenigstens ist das mal eine Arbeitsstätte. In den ganzen anderen Dörfern, durch die ich bisher gefahren bin, seit Paris, da habe ich mir immer gedacht, wer lebt hier und warum? Da war nichts. Jetzt überfahre ich wieder den Kanal. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Ort hier heißt, sage ich gleich. Ich bin auf jeden Fall nach der Suche wieder mal nach einem kulinarischen Angebot. Ja, egal wie der heißt, der Ort. Man muss es sich nicht merken. Ja, hier ist der Kirchplatz. Uhr hat gerade 2 geschlagen. Und ja, ich habe gerade schon ein Restaurant gesehen. Mal sehen, ob ich da was bekomme. Jetzt habe ich hier auf dem Kirchplatz eine Pizza gegessen. Die Kirchturmuhr hat eben 2 geschlagen und jetzt habe ich hier ungefähr eine halbe Stunde verbracht und habe mich ein bisschen ausgeruht. Heute Morgen bin ich insgesamt ungefähr 58 Kilometer am Kanal entlang gefahren und jetzt wird es mal Zeit für was anderes. Ich schneide jetzt einen Bogen ab und fahre Straße. Mal sehen, wie das wird. Eigentlich müsste ich mal zum Friseur. Ich sehe aus wie ein Clochard. Aber ich denke mal, da wird jetzt so spontan keine Zeit für mich haben. Aber man soll nie sagen, vielleicht klappt es ja doch noch. Ja, der Friseur hatte keine Zeit. Aber sollte gleich noch ein Klient kommen. Wollen wir uns mal anschauen, was wir hier haben. Ja, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass es hier überall Denkmäler an den Ersten Weltkrieg gibt. Und ich habe eben mal nachgeschaut, die Front verlief ungefähr bei Noyon, also da, wo ich übernachtet habe, da haben die Schlachten getobt. Und dann will ich jetzt mal hier die Straße weiterfahren und dann stoße ich später wieder auf den Eurovelo 3. Wenn ich es dann also richtig gesehen habe, dann lagen diese ganzen Orte hier schon hinter der Front, also auf deutscher Seite. Und dann war das alles besetztes Gebiet hier. Ja, hier sind verdammt viele Lastwagen unterwegs. So ein Überfluss hier jetzt noch irgend so eine Baustelle hier links, wo Erde abtransportiert werden muss mit langsam fahrenden Traktoren und dann werden die von den Lastwagen überholt. Ja, aber es ist ja jetzt hoffentlich vorbei. Jetzt geht's hier zurück ins Tal der Oise und dann kann ich hoffentlich wieder auf den Eurovelo 3 drauf fahren. Der Eurovelo 3 fährt jetzt oberhalb des Tals erstmal ein Stück entlang. Und das ist sehr schön, weil da unten tobt der Verkehr. Also die Franzosen investieren nicht viel in ihre Straßen, weder in den Belag noch in die Straßenführung. Also in Spanien, da gab es ja um jeden Ort, wenn er noch so klein war, eine Ortsumgehung. Aber das war auch nötig, weil Lastwagen hätten da durch die engen Gassen überhaupt nicht durchgepasst. Aber hier fahren die mitten durch und Lastwagenfahrer ist bestimmt kein spaßiger Beruf hier. Das könnte hier mal wieder eine ehemalige Bahnlinie sein. Ich meine, für so einen Radweg hätte man nicht so eine Brücke gebaut. Vielleicht kommt gleich auch noch ein Tunnel, wer weiß es. Ja, hier ist es richtig schön und hier habe ich wieder eins meiner Lieblingskornfelder. Gerste, die sich so im Wind wiegt, toll. Wunderschöne Gegend hier. Da unten irgendwo muss die Oise fließen oder wie immer sie ausgesprochen wird. Und der Weg geht hier oberhalb. Ich denke mal, dass das eine ehemalige Bahnlinie ist. Es lässt sich vom Belag her nicht so gut fahren, aber trotzdem ist es toll, dass der Weg hier so getrennt vom Verkehr entlang führt. Ich werde jetzt noch ungefähr 15-20 Kilometer weit fahren und dann habe ich mir einen Campingplatz rausgesucht. Mal sehen, ob der auf hat. Dann bin ich so 90 Kilometer gefahren, das reicht für heute. Hier haben sie neuen Teer aufgetragen, das ist ja toll. Ja, wie gesagt, nach so ungefähr 15-20 Kilometer. Dann werde ich zwar heute nicht mehr Belgien erreichen, aber das sind dann nur noch 10-20 Kilometer bis dahin dann morgen. Das ist dann ein guter Ausgangspunkt, denke ich. Ja, hier
rechts Schafe und vor mir das Tal der Wiese. Ich muss heute mal unbedingt jemanden fragen, wie der Fluss jetzt nun wirklich ausgesprochen wird. Wird auf jeden Fall O-I-S-E geschrieben und der Campingplatz heißt Val de Wiese, also das Tal der Wiese. Also es ist leider mit dem schönen Belag schon wieder vorbei. Weiß nicht, warum sie aufgehört haben. Vielleicht ein neues Departement. Da unten fließt sie, die Wiese, oder wie immer der Name dieses Flusses ausgesprochen wird. Die Anzeichen, dass es sich hier um eine alte Bahnlinie handelt, verdichten sich. Das scheint ein Bahnhof zu sein und ein alter Personenwagen. Jetzt bin ich einmal um den Bahnhof rum, weil ich da Bierbänke und Kaffeestühle gesehen habe. Aber war alles geschlossen. Ich könnte einen Kaffee und Kuchen gebrauchen. Ist immer gut am Nachmittag. Ja, plötzlich sind die Kühe auch wieder schwarz-bunt. So, jetzt kommt tatsächlich ein Tunnel. Aber der ist nur aus Gestrüpp. Ja, die Wiese ist jetzt relativ klein geworden. Sieht jetzt eigentlich genauso aus wie bei uns die Ems. So, jetzt komme ich nach Sorbet. Und das ist der zweitletzte Ort, den ich heute anfahren werde. In dem nach Sorbet, ich weiß nicht mehr wie er heißt, ist ein Campingplatz auf meiner Karte eingezeichnet. Und dann werde ich den mal anfahren und schauen, ob da was zu machen ist für mich. So, wo geht's jetzt lang? In Sorbet. Hier diesen kleinen Weg entlang geht es. Etre au Pont heißt der Ort, wo der Campingplatz sein soll. Und der ist jetzt noch 2 Kilometer entfernt. Das kann ich jetzt im Notfall auch noch schieben. Also das alles bietet Etre au Pont. Ich glaube, es wird Etre au Pont ausgesprochen. Da waren über dem ersten und dem zweiten ein Accent. Accent grave, Accent aigu, Accent circonflex. Circonflex war der nach beiden Richtungen, aber wie die beiden anderen ausgerichtet sind, weiß ich nicht mehr. 25 Grad, sagt das Thermometer an der Pharmazie. Und ich biege jetzt hier ab bei der Kirche zum Campingplatz. Und im Supermarkt habe ich endlich mal eine Reispackung bekommen, die nur 500 Gramm waren. Sonst gibt es immer nur 1 Kilo und das die ganze Zeit mitschleppen mit dem Fahrrad ist einfach zu viel. Ja, mal schauen, wie es jetzt aussieht mit dem Campingplatz. Da ist schon mal ein Schild. Camping mit 2 Sternen. Wo ist die Rezeption? Nur steht Ouvert dran. Mal sehen, ob auch Ouvert drin ist. Ja, Büro ist zu. Man soll sich einen Platz suchen. Und dann kommt der Campingplatzbesitzer schon vorbei. Ich hatte mir gerade diesen Platz hier ausgesucht, dann bin ich nochmal zur Rezeption und da war dann auch schon jemand und dann haben wir alles klar gemacht. Ja, Zelt ist aufgebaut, toller Platz, direkt an der schönen Wiese. Morgen wird die Sonne wahrscheinlich da so aufgehen und das Zelt dann hoffentlich trocknen. Und der ganze Platz ist sehr schön hier an der Wiese gelegen. Ich habe jetzt leider wieder vergessen, wie man den Flussnamen ausspricht. Ja, morgen geht es dann weiter Richtung Belgien. Das ist jetzt nicht mehr weit, vielleicht 20 Kilometer. Und wenn du wissen willst, was ich dabei dann alles sehe und erlebe und wie es dann weitergeht durch die Ardennen und die Maas runter, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!